AfD und Grüne, zwei Parteien, die verschiedener nicht sein könnten oder doch nicht. Laut einer neuen Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt haben die Grünen und die AfD vor allem eins gemeinsam: die Abschottung gegenüber Andersdenkenden. Laut der Studie würden 50% der potenziellen Grünen-Wähler und 62% der potenziellen AfD-Wähler in einer politisch gleichgesinnten Bubble leben. Immer wieder diskutiert man über die gesellschaftliche Spaltung in Deutschland. Erst im Juli veröffentlichte die Technische Universität Berlin eine Untersuchung dazu. Dabei kam heraus, dass etwa 20% der Bevölkerung extrem polarisiert ist. Besonders die Themen Migration und Klimawandel und der Umgang damit würden zu Spaltungen führen. Auch in den kommenden Jahren wird die Spaltung eine große Herausforderung für die Gesellschaft sein, sagt Soziologe und Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Olaf Groh-Samberg. Für ihn sei auch die Stadtplanung sehr wichtig. Er sagt, es müsse künftig verhindert werden, dass Gruppen vollkommen isoliert voneinander leben. Auch das im Raum stehende soziale Pflichtjahr könnte laut Groh-Samberg als Instrument für den gesellschaftlichen Frieden dienen.